Hi, willkommen zu Teil 3 vom Raum der Wollwünsche. Ich hoffe, ihr habt das eben, ich sag's mir eben, weil ich film das ja alles an einem Stück. Aber im letzten Video, hoffe ich, habt ihr nicht mein Bauchgekrummel gehört. Ich musste mir jetzt mal ein bisschen Schokolade reinpfeifen. Schokolade ist ja auch sehr gut für die Stimme. Ich habe nämlich das Gefühl, so langsam wird's heiser. Ja, also heute kriegt ihr den Rest noch zu sehen. Und das habt ihr schon gesehen. Da ist noch Wolle. Da hinten ist noch Wolle. Und da ist noch ein bisschen Wolle. Ja, und dann entlasse ich euch und mich mal in Feierabend. Was mir im letzten Video noch eingefallen ist, was ich gerne mal loswollen werden würde. Vielleicht filme ich das besser so rum, das ist ein bisschen persönlicher. Während ich hier die Kisten rauskrame. Und zwar habe ich mir so einige Stash-Videos schon angeguckt auf YouTube. Und bin ein bisschen erschrocken. Eigentlich nicht, weil ja, es ist halt Internet. Aber ich habe mir dann Kommentare durchgelesen und bin immer wieder auf Kommentare gestoßen, von wegen, warum man denn seinen ganzen Wollvorrat zeigt. Andere, oder ja, warum man so viel Wolle besitzt. Andere Leute können sich das gar nicht leisten und dass man so angibt quasi mit dem Wollstash, den man hat. Und das sind Kommentare, die ich gar nicht verstehen kann, weil ich habe mir, abgesehen jetzt von Tauschpaketen, das die ganze Wolle hier selber gekauft. Und jetzt nicht in 2 Monaten, sondern über Jahre. Und ich habe so viel Wolle, weil das mein Hobby ist. Ich besitze 3 Bögen mittlerweile, obwohl ich nur mit einem schießen kann. Weil das mein Hobby ist. Also man kauft sich ja dann auch Zubehör so für sein Hobby. Warum soll man da nicht viel Wolle haben? Wenn ich der Platz hätte, hätte ich vielleicht 2 Räume voller Wolle. Und ja, mein Geld kommt mir auch nicht einfach so zugeflogen. Nur dann gibt man halt woanders weniger Geld aus. Wenn man halt auch nicht viel in Urlaub fährt, nicht oft in Urlaub fahren kann, unter Umständen, weil man Kinder hat, weil man ja vielleicht keinen Freikrieg auf der Arbeit, weil man Haustiere hat oder weil der Job halt einfach nicht zulässt, dann macht man sich das halt anders irgendwie ein bisschen schön und schafft sich Wolle an in unserem Hobby oder Zubehör. Genau, das wollte ich da mal noch zu sagen. So, jetzt kommen wir aber wieder zum Wolligen. Und zwar haben wir hier in der nächsten Kiste Baumwolle. Das hier ist keine Baumwolle. Das war mal so ein Glitzerstrang. Auch bei der kleinen Wollfabrik gesehen im Laden und mitgeholt. Ich habe leider keine Banderole mehr davon. Das ist auf jeden Fall mit sehr viel Poly und Glitzer verbunden. Wollte ein Loop mitmachen mit Fallmaschen, das hat nicht so schön ausgesehen. Deswegen liegt er jetzt wieder hier. About Berlin Funky habe ich mal gekauft mit Anleitung in einem Set bei Laura's Wollladen. Da liegt schon lange. Da hat Thorsten Duit sich immer Leute eingeladen. Ich glaube, in der Adventszeit war das auch. Und hat dann ja, hatte Leute im Talk und mit denen dann da über Wolle geredet. Und da war dann halt auch Laura's Wollladen, wo auch gerne einkaufen geht. Und da war dann eine Pulloveranleitung. Da habe ich mir die Wolle zubestellt. Mit dem Pullover, den ich bis heute nie gestrickt habe. Das ist auf jeden Fall auch sehr interessantes Garn. Das hat halt auch so Flusen da. Ja. Da ist drin was super flauschiges. Vulpedia Fluff Fox Farbe. 100% Baumwolle. Steht da gar nicht. Ne, 100%, ja doch, heute habe ich schon gesagt, 100% Baumwolle, ja.
Das fühlt sich gar nicht an wie Baumwolle. Das ist so dermaßen weich. Da habe ich drei Knäuel von. Habe ich auch noch kein Projekt für gefunden. Das ist 100 Gramm. Ja, aber steht leider keine Lauflänge dabei. Ich habe nämlich Angst, dass das nicht reichen würde. Ich muss nochmal auf der Webseite gucken, ob das da steht. Dass ich mir halt auch ein Oberteil damit stricken könnte. Und ansonsten ist hier jede Menge Baumwolle, die ich geschenkt gekriegt habe. Ja, keine Ahnung, wo die mal gab. Steht jetzt keine Marke drauf. Ach so, Gründel. Okay. Wird von Gründel vertrieben. Wenn aber vorne eigentlich kein Gründel draufsteht, dann ist das bestimmt von irgendeinem Discounter in so Paketen mal gewesen. So ein Rest von dem Bändchen Garn, auch von Wulpedi, habe ich ein kleines Dreieckstuch draus gemacht. Da ist noch andere. Die war von Hobby. Und ja, da ist halt so ganz viel verschiedene Baumwolle drin. Was ich sehr empfehlen kann, ist hier die Wolle. Die ist auch von Hobby. Das ist recycelte Baumwolle. Gibt es in vielen Farben. Ist super günstig. Ich glaube, die kostet 95 Cent oder so. Die ist irgendwie dauerhaft im Angebot. Die fasst sich so schön an. Also ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und was ich daraus machen werden will, keine Ahnung. Ich hatte eine Decke angefangen, die ich euch, glaube ich, in einem Video schon mal gezeigt habe. Die ich nicht weitermachen werde, habe ich beschlossen, weil ich habe keinen Bock, nach zwei Reihen jedes Mal einen Faden abzumachen, abzuschneiden. Ja, wenn ich eine große Decke damit machen will, da habe ich ja so viele Fäden her zu vernähen, habe ich gar keine Lust drauf. Ich werde das auch, also was soll ich mit dem angefangenen Ding machen? Ich werde das wahrscheinlich entsorgen. Entweder häkel ich dann immer ein Knäuel und dann eine nächste Farbe dran. Oder ich benutze ja irgendwie andere Wolle für die Zickzackdecke. Und was ich dann hiermit machen werde, keine Ahnung. Ich würde ja gerne auch noch so eine Tasche da machen, wie die Angie von Angies Wollplauderei, die so standhaft ist. Die ist ja auch aus Baumwolle. Mal gucken, ob da draus wird. Der Deckel geht schon mal nicht zu. Hier haben wir nochmal Baumwolle. Das war eigentlich meine erste Baumwollkiste, bevor ich die ganze Knolle da geschenkt gekriegt habe. Ja, das war meine ursprüngliche Baumwollkiste. Catania ist da drin. Den Glanz finde ich sehr schön. Die zwei zusammen könnte ich mir für einen Topflappen oder so vorstellen. Dann haben wir hier merzerisierte Baumwolle, die so glänzt. Da ist noch mehr davon. Ja, Botinette-Garn. Es sind auch viele angefangen. Da hat meine Tante mir zwei Türstopper draus gehäkelt. Schwarz. Da ist noch Topflappengarn. Kleine Knäule. Die habe ich auch mal irgendwie in so hier so Mini-Amigurumi-Knäule mal gekauft. Ja. Da sind lauter so Sammelsurium. Genau. Ich bin jetzt nicht so der Amigurumi mehr. Ami, sag mal, jetzt geht das aber los. Der Amigurumi-Mensch. Ja, und ich weiß nicht, so Kleidungsstücke aus Baumwolle tönt mich jetzt irgendwie noch nicht so an. Könnt ihr mir schreiben, wenn ihr viel mit Baumwolle häkelt oder strickt, was ihr so daraus macht. Also ich finde, Bobbel-Baumwolle ist auch nochmal was anderes als jetzt so verzwirnte Wolle, weil die ja nochmal viel dicker ist. Ja, so, hier ist doch was drin. Ich dachte, die wäre leer. Da ist gar kein Etikett drauf. Ach ja, da ist Garn drin, was ich auch nie benutzen werde. Und zwar Filet-Häkelgarn. Ah, und der passende Knäuel zu der Decke eben. Ja, keine Ahnung, ob ich das jemals verarbeiten werde. Ich würde ja gerne mal so eine Gardine noch häkeln mit Kühen für in die Küche.
Habe ich eine Anleitung. Aber ja, ist noch nichts geworden. So Gelbton, wenn das jetzt in Weiß wäre, dann ist wenigstens ein bisschen dicker. Da ist so ein Beige-Ton, da ist Weiß. Auch viel angefangen, da ist noch ein neues Knäuel. Da ist angefangenes. Da ist irgendwo auch noch so ein blaues und ein grünes. Was macht man denn? Ah, ein braunes habe ich auch noch. Also ich werde mir jetzt ja kein Häkeldeckchen machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat da jemand auch noch eine Idee, was man daraus machen könnte. Also wenn ich halt gar keine Ahnung habe, sowas benutze ich halt auch gerne im Garten mal, um irgendwas zuzubinden. Das hier könnt ihr auch locker, das ist ja 100% Baumwolle. Falls ihr Rouladen wickeln müsst, zum Abbinden, für einen Rollbraten, könnt man das auch benutzen, zum Beispiel. Aber so viel Rollbraten werde ich im Leben nicht essen, dass ich das dafür benutze. Hier ist Sockenwolle drin. Ah, hier zwei Stück hatte ich davon. Da habt ihr auch den Strang gesehen, wo ich dieses Tuch mitgemacht hatte. Das wirkt viel blauer, das ist eigentlich viel mehr dunkel. Ein Rest von meinem T-Shirt. Von irgendjemandem mal geschenkt gekriegt. Ah, von Dorf genäht war das eine Färbung. Die wird wahrscheinlich auch in eine Mütze verarbeitet. Hier was sehr knalliges. Sorry. Das ist noch Wolle von einem Kaul, den der Feuerwehrmann gestrickt hat. Der ist gerade an meinem zweiten dran, schon seit über einem Jahr. Ihn hat die Lust verlassen. Wahrscheinlich muss ich ihn dann doch selber fertig machen. Hier ist von Echt Michel, der bunte Herbst. Die Färbung habe ich dieses Jahr auch nochmal gesehen. Ist mit Rami. Werden wahrscheinlich Sneakersocken. Das hier, wo ist denn das mit reingeflossen? Irgendwas habe ich gestrickt. Ein Tuch. Pulli. Ich komme nicht mehr drauf. Das ist auf jeden Fall auch von der kleinen Wollfabrik gewesen. Sockenwolle mit Alpaka. Super flauschig, tolle Färbung. Wird der Rest wahrscheinlich auch noch in eine Mütze wandern. Hier die Alpaka Soft. Die ist ja auch sehr schön. Gibt es ja auch mit Yak. Muss ich mir auch mal zulegen. Wollte ich mal Colorwork Socken machen mit einem Fuchsmuster. Ist noch nichts geworden. Genau. Das ist halt so meine gewickelte, handgefärbte Sockenwolle. Die räume ich nachher wieder ein. Hier kommt jetzt Burettseide. Das sind so die Farben, die ich davon gerade habe. In Schwarz braucht man immer, die habe ich von der kleinen, ach ne, vom Wollfeuerwerk. Ja, genau. Burettseide ist für mich die einzige und beste Alternative eigentlich für Seidengarn, sorry. Weil normale Seide mag ich gar nicht zum Verstricken oder generell zum Verarbeiten, egal mit welcher Methode. Die flutscht mir zu viel. Und die Burettseide, die hat einen schönen Griff, ist super geeignet für Allergiker. Da habe ich ja auch mein Match and Move draus gestrickt, schon zweimal jetzt. Und ich mag die Qualität. Die ist griffig, aber weich. Fühlt sich ein bisschen an wie diese recycelte Baumwolle, die ich euch eben gezeigt habe. Und die glänzt nicht so, sondern die ist eher so ein stumpfer Ton. Aber ja, die ist hier zum Beispiel von Soft Silk von BC Garn. 350 Meter von 100 Gramm. Und Burettseide ist, glaube ich, recycelte Seide. Da werden halt die kurzen Seidenfasern irgendwie nochmal verarbeitet. Meine ich zumindest. Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber deswegen fühlt die sich schon ein bisschen anders an. Die ist eigentlich auch viel günstiger als normale Seide oder andere Seide. Und ja, ich liebe die wirklich sehr. Gerade für empfindliche Haut.
die sonst, wenn man sonst keine Wollsachen tragen kann, probiert mal mit Borettseide aus. Vielleicht, wenn ihr auch Neurodermitis habt, könnte ich mir das gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Ja, probiert einfach mal aus. So. Was war hier noch? Achso, da ist die Spendendecke drin, die ich auch mal jetzt demnächst weitermachen werde. Hier seht ihr noch, das kann ich jetzt auch mal entsorgen, das ist vorbei. Schlupfwespen waren da drin. Da sind jetzt nur noch die Eihülsen drin von den Geschlüpften, die auch gegen die Motten waren. Oh, ich kann es jetzt nicht auseinander machen, Musiker. Die Kamera. Na, da kann ich jetzt nicht reinfilmen. Aber da sind halt die schwarzen Punkte, das sind alles Eier von Schlupfwespen gewesen. Die sind ganz winzig. Ja, kann ich empfehlen. Dürft halt keine Panik haben, dass euch ganz winzige tausende Schlupfwespen dann im Zimmer rumlaufen. Die sieht man eigentlich nicht. Und die leben jetzt auch nicht so lange, also keine Panik. Hier ist industrielle Sockenwolle drin. Das war auch für diese Fuchssocken gedacht. Regia. Hier haben wir GB Gar nochmal sechsfach. Das war auch hier aus dem Wollverkauf von dieser einen Frau. Der andere Knäuel davon, der andere Farbe, habe ich übrigens in dem Etui für die Häkelnadeln verarbeitet, den ihr in Teil 1 kurz seht. Ja, das hier war so auch aus irgendeinem Supermarkt, so Sets, ne, wo dann Uni und bunte Sockenwolle gibt, immer so 50 Gramm Knäule. In Lila hatten wir da achtfach Sockenwolle von Hobby. Das sollten mal Colorwork Socken werden, sind jetzt nicht geworden. In Schwarz braucht man immer mal von Budinette. Das war auch der gleiche Grün. Das hier war auch so XXL. Das sieht mir sehr nach Aldi oder Lidl aus. Das ist ein sehr schöner Farbton, das hier auch. Sockenwolle, guck mal, das hat die gleiche Banderole wie dieses Baumwollgarn eben. Ist dann wahrscheinlich auch Gründel. Steht da nicht. Könnte aber sein, dass das von Gründel auch hergestellt wird. Das hier ist Opalwolle, würde ich mal behaupten. Ich glaube, das war der Beruf Gärtner. Das ist Opalwolle in dem Beruf Feuerwehrmann. Keine Ahnung, wo die Banderolen sind. Da müssen halt auch mal Socken draus werden oder eine Mütze. Da ist eine Drops Fabel. Da ist. Das war auch mal Opal. Keine Ahnung, wo ich den Rest davon hatte. Das hier ist ein. Das ist doch Sockenwolle. Sport- und Strumpfwolle. Wolle Rödel. Finde ich sehr interessant, weil die ist gar nicht gezwirnt so richtig. Das ist eigentlich nur ein Faden, der so gedreht ist. Ob das lange hält, keine Ahnung. Ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Aber die ist echt schön. Ja, ein grauer Flusen. Das hier ist auch Tropsfarbe. Auch mal eine andere Farbe. Online. Oh, die habe ich auch von einer Zuschauerin mal geschenkt gekriegt. Silcolor. 50. Da ist gar keine Seide mit drin. Warum heißt sie dann Silcolor? Achso, doch. Sorry. 20% Seide. Online-Garn ist super weich. Eigentlich zu schade für Socken. Deswegen liegt die auch noch hier. Ja. Waren mal Socken, die gibt es gar nicht mehr. Keine Ahnung, für wen die waren. Mini-Knäule vom Budinette Adventskalender. Ein Rest von meinem Pfeileraubetuch, das ich verschenkt habe. Ich glaube, das wurde noch nie getragen an der Person. Habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen.
Das hat wahnsinnig abgefärbt in den Händen beim Verarbeiten. Nochmal schwarz. Was man alles findet. Guck mal, ich hätte schwarz zum Kombinieren. Ich kaufe immer nochmal neu schwarz. Das ist grau. Das war zugehörig mit dem da, glaube ich. Grau habe ich mal Socken draus gestrickt. Der absolute Kraus. Das ist keine 100% Sockenwolle gewesen. Da war, habe ich glaube ich Sneaker draus gemacht. Mit Viskose oder war das ein anderes Garn? Bin ich mir unsicher. Vielleicht ist das auch nur so ähnlich wie das, was ich gerade in Erinnerung habe. Ja, das war die Kiste. Die räume ich jetzt mal ein und dann geht's weiter zu den letzten Kisten. So, so langsam versagt auch meine Stimme, also wird Zeit, dass wir hier fertig werden. Hier ist eine Kiste mit Wolle, die ich aussortiere. Da habe ich ja jetzt zum Glück eben auch noch was gefunden. Wie ihr seht, ist das die Farbe, die ich niemals verarbeiten werde. Ich habe hier Garn drin, mit dem tue ich mir noch ein bisschen schwer. Das ist online. Die Boston, das ist 100% Poly. Das ist so ein Schlauch. Genau. Mit dem tue ich mir schwer, weil das noch Wolle von meiner Oma ist, die leider nicht mehr lebt. Und ich habe überlegt, was kann ich daraus machen, um noch so ein Erinnerungsstück vielleicht ein bisschen zu haben. Aber ich werde die nicht verarbeiten. Also entweder ich müsste das mit was kombinieren, mit einer anderen Farbe noch dazu, dass mir das besser gefällt. Jetzt ist es ja zum Glück ganz dunkel. Wenn das jetzt so ein Blauton wäre, hätte ich gar nicht verarbeiten können. Da weiß ich auch nicht. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Wahrscheinlich würde ich das mit Schwarz kombinieren. Ja, was ich daraus machen könnte. Die drei hier waren auch in der Hobby. Überraschungsbox mit dabei, mit dem Pearl Haze, was ich euch gezeigt hatte, in Teil 1, glaube ich. Ein dickes Garn. Was war das? 75 Premium Acryl, 22 Wolle, 3 Viskose. Das sind halt Blautöne, ist nicht meins, werde ich nicht verarbeiten. Das hier war auch Wolle von meiner Oma. Die werde ich auf keinen Fall verarbeiten. Und da bringt ja nichts, wenn die noch länger hier rumliegt dann. Ist auch uralte Wolle. 40 Viskose, 30 Polyacryl. Das glänzt halt auch noch. Das ist ja völlig schrecklich. Ja, ein Bobbel von Strickhilfs. Bunte Bobbel. Ne, Minimalsches Bobbel Shop. Da kann ich auch mal gleich noch was zu sagen. Zu Bobbeln. Hier ist noch ein Vulpedia Bobbel. So einen habe ich schon mal verarbeitet, zu einem Dreieckstuch. Das wäre genau der gleiche Bobbel, aber ich werde nicht mehr verarbeiten, weil das ist einfach nicht mehr meine Farbe. Und dann haben wir hier auch noch, das war auch von Grosse Wolle, in so einem bläulichen Ton. Das darf auch hier bleiben. Und halt die Wolle, die ich eben aussortiert habe. Mal gucken, wie und wo ich die loswerde. Mal schauen. Und was ich jetzt eben noch sagen wollte, hier mit den Bobbeln. Für mich, ich habe auf Wollfesten ja schon einige Bobbel gesehen. Ich habe selbst noch nicht wirklich viel mehr verarbeitet wie die von Vulpedia. Außer so zwei andere Mal für ein Tuch. Und ich muss sagen, Vulpedia, die wickeln für mich die besten Bobbel, weil die sind stramm. Da fällt nichts auseinander und ja, die bleiben einfach so. Und jetzt hier bei dem, der ist so locker gewickelt. Also von innen könnte ich den gar nicht anfangen. Da wird der direkt auseinanderfallen. Und auch von außen, dann rollt der sich irgendwie ein bisschen über die Couch. Dann hat man überall die Fäden nachher. Das Problem habe ich, glaube ich, auch bei den aus der Bobblebox von der Garnmanufaktur, weil die sind auch so weich gewickelt. Und wenn ihr jetzt hier mal seht, das war von Vulpedia. Das ist ein Vulpedia.net, war das damals noch. Das ist
Uralt, guck mal, da ist noch die alte Adresse. Der war von den Anfängen von Wikipedia. Der ist auch slouchy. Aber den habe ich schon viel länger wie den. Und der sieht schon mehr so verfranst aus als der. Und mittlerweile. Moment, da zeige ich euch jetzt nochmal gerade. Hier im Paket, was ich jetzt bestellt hatte. Die haben sich halt total. Guckt mal. Hier ist an so einem Riesenknäuel. Der ist knüppelhart, sag ich mal. Da fällt nichts auseinander. Und bei so einem großen, klar, das ist Wolle, die muss sich ein bisschen slouchen. Aber da weiß ich, dass er stabil bleibt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das eine Anregung für andere Bobbelwickler, da ein bisschen darauf zu achten, dass die Bobbel ein bisschen anders gewickelt werden. Ich weiß nicht, vielleicht braucht ihr einen anderen Wollwickler oder. Weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall ist das, was mir so auffällt, viele Bobbel, die gewickelt werden, die sind dann auch, selbst bei kleineren Bobbeln, der hier ist ja jetzt schon riesig, dann ist die Mitte, ist noch mehr in der Mitte quasi. Also weißt du, das ist so richtig, kann man das, das ist dann wie so ein Kelch. Hier geht das ja auch schon ein bisschen runter. Dann wird natürlich, irgendwann ist halt die Kapazität auch aufgebraucht von so einem Wickler. Ja, aber trotzdem, keine Ahnung. Die sind jetzt auch schon lange dabei. Ich finde die immer ordentlicher gewickelt und schöner zum Verarbeiten als viele andere. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, ich kenne da nicht alle, aber ja, deswegen. Aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich den Bobbel abgebe, sondern einfach, weil Blau absolut nicht meine Farbe ist. Genau. So. Die suchen also ein neues Zuhause. Dann kommen wir hier noch zu einem Wollpaket, was ich auch bestellt hatte. Das ist vielleicht so noch, na, wahrscheinlich, wenn das Video hier online kommt, kriegt ihr da nichts mehr. Und zwar hatte ich auf dem ersten Wollfest, wo ich im Westerwald war, auch schon bei Konis Wolle gekauft. Und zwar unter anderem auch die Färbung von den Socken, die ich heute trage. Die Färbung habe ich mir auch nochmal gekauft. Die ich jetzt gar nicht finde. Moment. Nett ist nicht genau die, aber so ähnlich. Und zwar die da. Das war mal der Schokohund. Der hier heißt jetzt, glaube ich, Eiszeit. Oder vielleicht war das auch Eiszeit. Weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall ziehen die irgendwie um mit ihrem Shop, Konis Wolle. Oder die zieht selbst um. Und musste deswegen braucht die Platz und verkauft. Habt so Abverkauf von ihrer Wolle. Da könnt ihr super günstig Wolle shoppen, solange der Vorrat reicht. Also geht da mal auf die Webseite. Ihr müsst ein bisschen suchen. Es ist nicht mehr viel Wolle vorhanden. Und ja, aber vielleicht findet ihr da noch was, was euch ganz gut gefällt und könnt ein bisschen was sparen. Deswegen zeige ich euch die jetzt auch noch. So, und zwar haben wir hier einmal. Und schwer zu erkennen, was Moheriges, Kitzel, Clays. Ja, könnt ihr ja selber lesen. 840 Meter ist ja wahnsinnig viel auf 100 Gramm. Das hier sind aber 50 Gramm Stränge. Also könnt ihr, könnt ihr jetzt zum Beispiel beilaufen lassen zu normaler Sockenwolle für ein Oberteil oder so. Hat normalerweise 24 Euro gekostet. Ich werde jetzt nicht nochmal, ich hatte in der Gruppe, hatte ich ein Video gemacht und das dann genau erläutert, was jetzt die Preise waren, was es jetzt gekostet hat noch. 15 Euro habe ich jetzt hierfür bezahlt für Anschränkung statt 22. Also da war zum Teil halt 50% reduziert, bis zu 50% oder noch mehr. Ja, zweimal davon. Dann haben wir einmal den Burgunderhund. Hund heißen die deswegen. Das sind Färbungen, die nochmal wiederholt werden. Die gibt es auch auf verschiedenen Qualitäten immer wieder. Also wenn ihr da mal was nachordern müsstet, solange bei der Färbung Hund hinten dran steht, dann kriegt ihr die auch nochmal. Ja, da ich hatte, glaube ich, mal den Purpurhund.
Da habe ich auch mal Socken draus gemacht. Dann habe ich hier den Gewürzhund. Brauche ich gar nicht zu lesen, weiß ich schon. Da habe ich auch Socken draus gemacht. Schon mal. Dann habe ich mir eine Häkelnadel mitbestellt, die auch natürlich super reduziert war. Die Knit Pro Waves. Da habe ich gerade eine 3,5. Die hat so einen flachen Griff und ich kann super gut mit denen arbeiten. Und werde mir jetzt auch mal neue Häkelnadel anschaffen, weil ich will weg von den billigen Alunadeln da. Ja, die sind günstig und man kann auch gut mit denen arbeiten, aber trotzdem, ich hätte gerne mal was Ordentliches irgendwie. Ja, es gibt ja auch mit Fimo-Griffen, viele Leute machen die auch selbst. Da weiß ich nicht, ob mir das so gefällt, ob mir das nicht zu so dick ist. Ja, aber so ganz habe ich mich da noch nicht festgelegt, ob aus Holz oder Metall, Alu. Auf jeden Fall mit irgendeinem Griffstück dran. Jetzt nicht komplett durchgängig aus Alu. Was haben wir denn hier noch? Einen Waldhund. 100% Schurwolle. Keine Sockenwolle. Der sieht so aus. Den habe ich euch gerade schon gezeigt. Das war der Eiszeit. Dann haben wir hier noch zweimal Lace. Und zwar die Filizink Silk Schurwolle Seide 600 Meter. Die ist jetzt halt auch sehr reduziert. Also das ist jetzt der Originalpreis quasi. Und ja, habe ich aber günstiger gekriegt. Und dann haben wir noch einmal Yak Seide. Genau. Und die hat 21 Euro gekostet, was ich für die Zusammensetzung schon günstig finde. Und jetzt noch weniger bezahlt, knapp über 10 Euro. Ja, der absolute Burner. Hat 366 Meter, kuschelig weich. Und ja, ich wollte mal ein paar andere Farben. Und dann haben wir hier als letztes noch eine Trekking XXL. Das ist eigentlich normale Sockenwolle. XXL, weil ich glaube, das ist ein extra langer Strang. Ich weiß ja nicht mehr genau, wie die Beschreibung davon war. Weil es ist vierfach Socken, weil es ist jetzt kein achtfach oder so. Genau. Ja, und das wäre das Paket. Jetzt bräuchte ich ja auch schon wieder neue Boxen. Muss ich mir mal noch zwei Stück besorgen, dass ich hier die Wolle auch noch sicher verstauen kann. Hier ist die Spendenwolle drin, die weiter in die Decke kommt oder in mehrere Decken. Die will ich jetzt nicht extra aufmachen. Genau, die habe ich jetzt auch mal in der Kiste. Ich habe die Vermutung, ich weiß es aber nicht, ob, weil die ist ja von vielen verschiedenen Leuten, die Wolle, ob da nicht irgendwo Motteneier mit dabei waren und ich mir die dadurch ins Haus geholt habe. Weiß ich nicht. Jetzt sind sie auf jeden Fall weg. Ja, und wir hatten halt auch, sieht man jetzt gar nicht, gar kein Fliegengitter. Haben wir jetzt hingemacht, hatte ich die Jahre immer. Dann ist halt mal kaputt gegangen, kein neues dran gemacht, war ein Fehler. Genau, und ich sehe gerade, die Hühner wollen, glaube ich, in den Garten. Die müssen jetzt noch ein bisschen warten. So, dann kommen wir zum letzten Wolle-Teil. Und zwar hier in. Das ist so ein IKEA Drofast Regal. Da gehören eigentlich die Boxen dazu. Und ich habe noch zwei auf dem Speicher stehen. Schlecht lackiert, weil schlechter Lack gekauft. Und hatte mir dann jetzt extra mal neu diese Boxen hier, die Gitter mitbestellt. Aber ja, die sind jetzt halt alle leer. Hier ist auch nochmal jede Menge pflanzengefärbte Wolle drin. Die ist nicht pflanzengefärbt. Die ist pure Natur. Habe ich mal auf dem Markt gekauft. Hier ist Kurkuma. Das ist Single Garn. Das wäre auch vielleicht gut für die Sechseck-Weste. Das hier war auch große Wolle.
Garn in Weiß. Das habe ich mir dann einfach auch selbst gefärbt. Das hier war mit Reinfahren gefärbt. Mit Reinfahren könnt ihr super gut Wolle färben. Das habe ich mit Flächen- und Eisenoxid gefärbt. Also ich habe das Gefühl, sorry, dass die Kamera ganz schlecht filmt. Das sieht irgendwie von der Qualität her aus, als hätte ich die Innenkamera benutzt, was nicht der Fall ist. Aber gut. Hier auch nochmal mit schönen Muster. Das war auch reinfahren. Also wenn ihr mal selber Wolle färben wollt mit Pflanzen, versucht mit reinfahren. Das findet man so ziemlich überall und lässt sich am besten mit färben. Hier ist kein Etikett dran. Das war mit Rotkohl. Das ist schon ziemlich verblasst mittlerweile. Aber da lege ich keinen Wert drauf, wenn Farben verblassen. Also ich bin ja auch kein Profi. Dann färbt man das nochmal nach oder färbt nachher das Strickstück. Also ne, Schönheit ist vergänglich. Ich mache das ja einfach mal einfach, genau. Mal nur zum Ausprobieren und versuche halt mit heimischen Pflanzen das alles zu machen, ohne mir jetzt aus aller Welt irgendwie Pflanzenteile zuschicken zu lassen, nur um bunte Wolle zu färben. Auch ein Single in Reinfahren, der ist ein bisschen grün-gelb-stichig. Der ist schön dunkel geworden, das müsste Efeubeeren gewesen sein. Das hier war, glaube ich, auch mit Efeu. Ne, Hibiskus und Eisenoxid. Das war das. Da ist kein Etikett dran. Da unten, das waren meine zwei ersten Färbungen, Solarfärbungen mit Zwiebelschale. Das hier war auch mal, gehört zu dem Strang, der ungefärbt war, zu dem da. Habe ich auch auf dem Markt gekauft. Ja, der ist auch schön gelb. Die hier, die dunklen, habe ich mal mit Batikfarbe gefärbt. Was haben wir hier noch? Das hier ist auch cool geworden. Auch ein Single-Garn. Habe ich mit Flechte gefärbt und habe dann Brombeeren zermatscht. Und die dann über Nacht zermatscht immer so punktuell liegen lassen. Ja, deswegen sind da so Tupfer drauf. Und da ist halt noch so ein bisschen anderes Wolliges. Genau, die wollte ich euch jetzt nicht alle einzeln nochmal zeigen. Ihr habt ja jetzt schon viele gesehen. Viele Pflanzen, die es hier bei uns gibt, färben halt offensichtlich gelblich-grün. So. Ganz verschiedene Qualitäten. Ein bisschen quetschen. Ich habe mir auch schon überlegt, so Vakuumbeutel zu besorgen. Nur dann kann man die Wolle halt auch nicht mehr angreifen. Dann muss ich jedes Mal, wenn ich die auspacke und anfühlen will, muss ich mir dann wieder einen Staubsauger holen, um dann wieder halt danach die Luft da aus dem Beutel zu saugen. Das ist mir irgendwie zu viel Arbeit gewesen. Genau. So, schieben wir dann um zurück. Und das war mein ganzer Stash. Ja. Kann ich euch ja trotzdem nochmal. Hier wird ein Kaul draus. Da ist diese eine Wolle, wovon ich drüber geredet habe. Das hier ist auch große Wolle in Grau. Hier ist die Bobbelbox. Zeige ich euch noch mal gerade und da, ja, die sind halt super squidgy. Die waren mit Alpaka. Da freue ich mich auch, was da draus werden soll, weiß ich ja noch nicht. So was Raglan-mäßiges oder Kreisjacke. Die muss ich halt auch noch irgendwo einsortieren oder ich stelle die mit dem Karton in die Dings. Und da ist mein Lola-Garn-Farbverlauf. Genau, und die sieht man halt auch, die sind halt nicht gut gewickelt. Also, ne?
Da quillt alles raus. Das Einzige, was das zusammenhält, ist die Banderole. Wenn ich die abmache, wird mir das Ding komplett auseinanderfliegen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Vielleicht muss ich auch die Banderole hier drum lassen und wirklich aus der Mitte heraus arbeiten. Aber vielleicht hat ja schon mal jemand mit Garn von der Garnmanufaktur gearbeitet. Dann könnt ihr mir da mal vielleicht berichten, wie man die am besten verarbeitet. Und ja, aber schön finde ich die ja. Außer vielleicht das mit dem Blau ist jetzt nicht so ganz mein Ding, aber okay. Und das Coole bei den Boxen hier ist auch, die sind auch nummeriert. Da steht auf jeder Banderole auch eine Zahl, wie ihr dann quasi den Farbverlauf verarbeiten müsst, dass das Sinn ergibt nachher. Genau. So, jetzt drehe ich mich nochmal rum und setze mich nochmal kurz im Moment. Ups. So. Dass ich auch ein Bild sehe. Genau. So, das war also mein XXL Stash Video. Ich hatte ja zwar mal überlegt, auch die Preise auszurechnen, weil mich dann einfach mal interessiert, was da so an Warenwert zusammenkommt. Das würde aber wirklich den Rahmen sprengen. Man kann aber grob rechnen für handgefärbte Garne von Handfärbern, für normale Sockenwollqualität. Gut, der hier hat jetzt 18 € gekostet, aber so um die 20 € kann man da locker rechnen pro Strang. Ja, da ist schon einiges an Warenwert vorhanden. Jetzt sehe ich, dass ich hier voll gerade in die Lampe filme, aber okay. Ja, da ist auf jeden Fall eine Menge da. Ich hoffe, euch hat die Serie gefallen hier. Ihr habt jetzt auf jeden Fall ordentlich was zu gucken gehabt. Habe ich ein bisschen Zeit, bis ich den regulären nächsten Podcast mache, da ich auch sehr monogam gerade arbeite, um ein Projekt fertig zu kriegen. Und dann kann ich euch nochmal Neues berichten. Genau. Dann sage ich danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!